In der heutigen Folge wollen wir Bärlauch-Pesto-Knüpfle selber machen. Wir wollen, wie gesagt, heute Bärlauch-Pesto-Knüpfle machen. Dazu habe ich hier oben schon mal etwas Mehl Typ 405 in einer Schüssel. Dann 4 Eier, Salz. Hier zur Garnitur Pinienkerne und etwas natives Bio-Olivenöl, dann Bärlauchpesto und etwas lauwarmes Sprudelwasser da oben. Wie immer gilt, alle Zutaten unten in der Beschreibung. Ein paar Zutaten können wir schon mal ja, in unseren Teig sofort geben. Warum übrigens Knöpfle und nicht Spätzle, da kommen wir gleich noch zu. Das Wasser ist drin und das Salz ist drin. Und ebenso können wir jetzt die 4 Eier hineingeben. Es ist so, Knöpfle, weil Spätzle nur gilt, wenn man auch ein Spätzle-Schabbrett zur Verfügung hat und das habe ich nicht. Dann sind es Knöpfle. Seht ihr gleich? Hier selbstgemachtes Bärlauchpesto. Da oben blende ich euch nochmal ein, wie man das selber machen kann. Dann geben wir das auch dazu. Die zwei Zutaten links, die bleiben für später übrig, beziehungsweise werden später hinzugegeben. Und das sind eigentlich alle Zutaten jetzt erstmal gewesen für unseren Teig. Ich nehme jetzt hier einfach einen Suppenlöffel und rühre alle Zutaten mit etwas Geduld zu einem, ja, Spätzle beziehungsweise Knöpfle Teig um. Wie gesagt, der Unterschied ist dann im Grunde nur, wie man sie schabt beziehungsweise produziert, formt oder nennt es, wie ihr wollt. Und dann seht ihr schon, was es für einen, ja, schlotzigen, klebrigen Teig ergibt. Die grünen Bestandteile, die kommen natürlich hier vom Pesto und es duftet auch schon wunderbar nach, ja, dem Pesto, welches ihr verwendet. Ihr könnt natürlich jedes x-beliebige andere Pesto verwenden, wenn ihr wollt. Wichtig ist nur die Einhaltung der Mengen. Ja, und mit dem Teig, den lassen wir 10 Minuten stehen, gehen wir zum Herd. Hier Salzwasser, das lassen wir kurz aufbrodeln. Ja, und das dauert natürlich ein bisschen. Parallel können wir schon mal Pinienkerne anrösten. Schadet ja nicht. Zwar so lange, bis sie, achtet darauf, ja, die gewünschte Farbe erhalten, aber definitiv nicht zu dunkel werden. Und dann können sie auch schon an die Seite gestellt werden zur Garnitur später. Hier jetzt das Gerät, was ich zur Verfügung habe, um eben jetzt hier Knöpfle zu produzieren. Werden mit einem Schaber den Teig durch diese, ja, Löcher drücken. Deswegen sind es Knöpfle und keine Spätzle, obwohl der Teig derselbe ist. Und dann fallen sie unten ins Wasser und garen. Und nach, ja, kurzer Zeit schwemmen sie auf. Das wollen wir uns natürlich auch mal ansehen zusammen. Und sobald sie dann alle oben sind, gönnen wir den Knöpfle circa, ja, 1 bis 2 Minuten, dann sind sie auch definitiv durch. Da könnt ihr sie alle hochkommen sehen. Dann dauert es einen kleinen Moment. Hier habe ich jetzt die erste Fuhre. Dann werde ich sie, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber werde ich sie gleich warm halten, gebe sie dazu zum Beispiel in eine Auflaufform bei 80 Grad in den Backofen. Und ja, jede weitere Fuhre, bis der Teig weg ist, kommt dann eben dort in diese Auflaufform. Bis zum Anrichten. Das waren jetzt 1 bis 2 Minuten. So könnt ihr auch sehen, sie kleben nicht zusammen. Wunderbar. So schauen sie aus. Und dann im linken Bereich außerhalb des Bildes, besagte Auflaufform, wo ich diese jetzt drin parke und dann in den Backofen gebe bei 80 Grad Umluft. Und dann ist der Topf wieder bereit für die nächsten Knöpfle. Und dann geht das Spielchen wieder von vorne los, so lange, wie gesagt, bis der Teig verschwunden ist und wir alles zu Knöpfle verarbeitet haben. Und wenn wir es dann geschafft haben, können wir dann auch zum Anrichten kommen. Hier jetzt mal nur zum Herd zeigen. Besagte Knöpfle, hellgrüne Farbe vom Pesto stammend. Und dann gibt es jetzt Dinge, die ihr tun könnt oder auch weglassen könnt, wie ihr wollt. Ich gehe hin und
pfeffer dann immer ein wenig die Knöpfle und dann schnappen wir uns die gerösteten Pinienkerne, die streue ich einfach mal so drüber aus der Hand, die wir vorhin in der Pfanne gesehen haben und dann das native Bio-Olivenöl. Ich persönlich stehe dann noch besonders drauf, wenn man einfach ein wenig, in dem Fall Parmesan, darüber reibt. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Gebt dem Ganzen nochmal so einen gewissen Kick. Und am Ende bleibt mir wie immer nur zu sagen, bon appetit.